So, hallo und ein ganz herzliches Willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Ludwig Link, ich bin der Autor der Unternehmerstrategie Storypower in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Storypower Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. In der heutigen Ausgabe hören Sie mehr zum Thema Stories kreieren. Ich habe eine Interviewpartnerin hier und sie heißt Roswitha und hat mit ihrem Namen mit 40 herausgefunden, als sie 40 war, herausgefunden, dass das große Stimme bedeutet. Heute, also jetzt setze ich das auch um, ganz konkret, darum ist auch heute meine Interviewpartnerin. Sie mag Menschen, vor allem in Form von Freunden, Kunden und Familienangehörigen, und sie mag Wörter, vor allem in Form von Geschichten und Gedichten. Sie mag auch Strick, Häkelnadeln, Hanteln und Springseile. Sie ist in einer Portion Neugier ins Leben gestaltet und gestaltet es auch so, wie es ihr heute gefällt. Manche halten sie für mutig, sie zwar selber nicht. Seit 96 genießt sie ihre Selbstständigkeit. Sie ist zunächst mal Texterin, mittlerweile Kursleiterin, Coach, Autorin und seit 2010 Geschichtenerzählerin. Für uns ganz spannend, sie mag es eben, komplexe Produkte und Dienstleistungen einfach und verständlich zu beschreiben, sowie ja auch Märchen das ganze Leben in ein paar Sätzen erklären können. Sie hat eine unglaublich gründliche Schulung, 82 begonnen. Als weitgehend alleinerzählende Mutter hat sie ihren Sohn beim Erwachsenwerden begleitet ihn mit vielen Geschichten. Sie findet es eine wunderbare Erfahrung. Jetzt gibt sie auch ein Newsletter heraus, sie bloggt, sie hat 2 Lanceuhren, die sie immer wieder daran erinnern, an ihre Träume. Sie ist Mitglied bei Womanbiz und heute habe ich bei mir Roswitha Menke. Hallo Roswitha. Hallo Ludwig. Sagen wir mal, von wo aus hörst du uns, oder wo bist du gerade? Wo bin ich gerade? Also wenn ich jetzt gerade ausgucke, 300 Meter, dann gucke ich nach Dänemark. Ich bin in Nordfriesland in einem kleinen Dörfchen namens Rodenäs im Elternhaus eines lieben Freundes. Okay, du machst nur eine Zeit lang Ferien, oder? Nein, ich mache nicht Ferien. Es ist eine Anderszeit. Einfach mal gucken, wie es ist, wenn man nicht da ist, wo man normalerweise lebt. Ich kenne Roswitha von den Toastmasters. Sie hat bei uns einen Workshop durchgeführt und ja, wir werden heute über ihre Leidenschaft reden, eben Geschichten zu erzählen. Wie gesagt, meine Story-Power-Strategie hat so 5 Phasen und wir reden heute über die Phase des Stories-Kreieren. Zunächst mal zur Herkunft. Roswitha, wie kamst du zum Märchenerzählen? Naja, also wenn ich nur Märchen erzählen würde, dann wäre im Business mein Aktionsradius ja einigermaßen eingeschränkt. Ich bin der Meinung, man kann und man soll und man muss Märchen erzählen und darüber hinaus gibt es noch so viel andere Stoffe, die man erzählen kann, um das zu erreichen, was man erreichen will, eben zu überzeugen, Vertrauen zu schaffen, Visionen übermitteln, Strategien klar machen. Also ich erzähle ganz viel, nicht nur Märchen. Okay. So, und wie bin ich zum Geschichtenerzählen gekommen? Ich hatte eine Großmutter, die mir immer vorgelesen hat. Und dann haben auch die Familien meiner beiden Eltern ganz spannende Geschichten, Kriegsgeschichten, Fluchtgeschichten erlebt. Und die wurden bei uns immer wieder erzählt und ich habe immer wieder zugehört. Und dazu habe ich irgendwann gemerkt, ich habe sowas wie ein Rampensau-Gen. Stell mich auf eine Bühne und ich lebe auf. Du fühlst dich und wohl, ja, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich fühle mich da wohl und da war es ganz klar, dass ich das irgendwann machen würde. Genau. Jetzt gehen wir zu dem weiter. Wie setzt du Stories im Business ein? Du bist ja unter anderem Texterin, Coach, Autorin. Wie setzt es da ein? Da gibt es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte. Also der eine Ansatzpunkt ist, dass mich Firmen buchen können, ganz normal als Unterhaltungsprogramm, wo ich mich auf Bühnen stelle und bei Jubiläen, Weihnachtsfeiern und so weiter teilweise auch zu ganz bestimmten Themen Geschichten erzähle. Dann gibt es
die Möglichkeit, mich zu buchen für Vorträge, dass ich zum Beispiel über Storytelling rede. Und last not least, eben wenn ich Texte schreibe, da muss ich feststellen, dass ich das seit 20 Jahren tue, ohne dass ich gewusst habe, dass es Storytelling ist. Mich hat immer interessiert, was machen meine Kunden? Was machen die Kunden meiner Kunden? Und wie kann ich daraus etwas Spannendes machen für die Leute, die nachher sich über die Firma, über die Produkte informieren wollen? Und so setze ich das ein. Ja. Ja. Wenn du da so jetzt arbeitest, wer und was inspiriert dich? Wie kommst du da zu guten Geschichten, wenn dich so eine Firma bucht? Was inspiriert mich? Also mich inspiriert in erster Linie das Leben. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen sollte. Wenn man Geschichten erzählen will, dann muss man vor allen Dingen eins tun. Mund zu, Ohren auf. Mhm. Denn man hört und man sieht so viel von anderen Leuten. Ja, da ist das ganze Leben ein Geschichtsbuch. Also es inspirieren mich die Menschen, mit denen ich rede, die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Natürlich inspirieren mich auch die Bücher, die ich lese. Und ich lese nicht nur Fachbücher. Ich lese mit großer Begeisterung Romane und Märchen. Und wenn jemand gut mit Sprache umgehen kann, dann ist das für mich einfach eine Riesenfreude. Ist ein Genusslesen für dich und kein Musslesen. Ja, ist das nicht schön? Ich kann das, was ich tun muss, genießen. Gehen wir zum nächsten, zum Thema, zum Hauptblock, Stories kreieren. Zunächst mal so die Frage, was ist eine gute Story? Was verstehst du darunter? Was ist eine gute Story? Das ist eine gute Frage zunächst mal. Und man könnte das erstmal dran aufhängen, warum ist denn heute Storytelling so ein Hype? Alle reden über Storytelling, auch klingt. Und es hat auch zu tun mit unserem Gehirn. Unser Gehirn denkt in Episoden. Unser Gehirn denkt in Geschichten. Mhm. Und zwar knüpft es Fakten, Daten, Zahlen an Gefühle, an Erlebnisse. Mhm. Also eine Geschichte ist dann gut, wenn sie es schafft, Emotionen auszulösen. Und da ist es ganz egal, ob die Zuhörenden mit Weinen oder mit Lachen oder mit Leiden oder mit Fiebern. Wichtig ist, sie fühlen mit. Das heißt, wenn ich Geschichten erzähle, dann muss ich sowas haben wie einen Helden, jemand, mit dem sich meine Zuhörer entweder identifizieren können oder eben gerade nicht. Mhm. Der Held, der braucht ein Ziel und es muss schwierig sein, dieses Ziel zu erreichen, sonst ist es langweilig. Und am Ende muss etwas anders sein als vorher. Ja, sonst ist es langweilig, oder? Sonst ist es langweilig, wenn ich dir nur erzähle, dass ich vor 3 Tagen nach Hamburg gefahren bin, mich in den Zug gesetzt habe, dorthin gereist bin, in Hamburg ausgestiegen bin, einkaufen gegangen bin, mich wieder in den Zug gesetzt habe und zurückgekommen bin. Das will doch keiner hören. Mhm. Entschuldigung an alle, dass ich jetzt 30 Sekunden ihrer Lebenszeit vergeudet habe. Und das Zweite, was wichtig ist zum Thema gute Story, ist, dass die Geschichte zu meinem Publikum passt. Mhm. Meine Zuhörer müssen in der Lage sein, mir zu folgen. Das wird sofort klar, wenn ich mir überlege, wie würde ich eine Geschichte einem Kind erzählen. Aber auch beim Erwachsenenpublikum habe ich ja ganz unterschiedliche Leute. Ich habe zum Beispiel einen Storytelling-Kurs bei den SBB gegeben und da mussten die einander Geschichten erzählen. Zum Glück war ich nicht wirklich Publikum, denn die haben die ganze Zeit von Drehgestellen geredet. Unglaublich komplexe, wichtige, was weiß ich, Dinge. Die haben darüber lachen können, die haben sich darüber austauschen können. Ich habe daneben gesessen und hatte riesengroße Augen, weil ich hatte noch nie was vom Drehgestell gehört. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzählen will, muss ich mein Publikum im Auge haben und mir überlegen, was wissen die eigentlich? Mhm. Genau. Okay, gehen wir gerade weiter. Jetzt wissen wir ungefähr, was es für eine Story braucht, jetzt wenn jemand beginnt, eine Story zu entwickeln. Wie gehst du so vor und kann man das dann nachmachen? Mhm. Es ist
Also wenn ich versuche, Leute davon zu überzeugen, Geschichten zu erzählen, dann ist eine große Angst, dass die Leute mal denken, ja, aber eine Geschichte, die ist doch lang, die ist doch umfangreich und ich kann doch den Leuten nicht, ich bin keine Märchenerzählerin, wenn ich als Präsentatorin da etwas präsentieren muss. Ich muss auch keine Romane erzählen. Es geht für mich im Wesentlichen um vier Dinge. Das eine ist, wenn ich im Geschäftsleben eine Geschichte erzähle, dann muss ich mir klar sein darüber, was will ich eigentlich? Was will ich erreichen? Was ist meine Botschaft? Ich kann nicht garantieren, dass die ankommt, aber ich muss wissen, was ich will. Dann das Zweite, das hatten wir vorhin schon gesagt, es muss emotional sein. Das heißt, ich brauche einen Helden. Das kann ich selbst sein, das kann ein Kunde sein, das kann mein Produkt sein. Irgendetwas, womit sich mein Zuhörer identifiziert. Auf dem Weg zu seinem Ziel muss es schwierig sein. Eine Geschichte, die nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist langweilig. Ja, das sind so typische Image-Broschüren, ja. Ja, genau. Aber Da ist der Text da drin, ja. wenn ich zeige, eben, dass mich meine Mutter vor den Weihnachtsbaum gestellt hat und ich Licht aufsagen musste, oder wenn, was du vorhin erzählt hast, ich habe mich 40 Jahre lang für meinen komischen Namen geschämt. Roswitha mit TH. Furchtbar. Und dann habe ich entdeckt, dass das große Stimme bedeutet. Und dass dieser Name genau das, was ich machen will, so gut beschreibt. Da jetzt eine Entwicklung und jetzt mache ich das. Jetzt lebe ich das, was ich leben will. Dann ist es eine Geschichte und das kann ich im Prinzip in drei Sätzen erzählen. So, also mit diesen vier Sachen, ich sage sie nochmal, meine Botschaft, ein Held, ein Entscheidungskampf und eine Entwicklung. Da kann ich Geschichten draus bauen. Okay. Damit haben wir schon ein wunderbares Vorgehen für jemanden, der einsteigt. Jetzt, also erzähl mal von deinen Erfahrungen, so im Storytelling mit im Business. Was hast du da so erlebt? Ich vermute, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer diese Erfahrung teilen. Es gibt Menschen im Geschäft, die sind so wie Natural Born Storytellers. Die können das einfach von Haus aus. Ich habe diesen Podcast von dir angeschaut mit dem Dr. Weibel von den SBB, ex-SBB, wie auch immer. Der erzählt. Und der erzählt und der erzählt und der lebt seine Geschichten. Da gibt es ein paar, aber ich glaube, die meisten anderen, die haben das Gefühl, eine Geschichte gehört doch bitte ans Kinderbett oder auf die Kinoleinwand, aber nicht in meine Präsentation. Obwohl sich alle langweilen, wenn jemand nur mit Zahlen, Daten und Fakten präsentiert. So, das ist eine Einstellung. Okay, die ist zu Ende, ne? Irgendwo weiß man, okay, ich sollte Geschichten erzählen, ich sollte die Leute packen. Aber das ist schwer, das braucht Mut. Denn wenn ich mich hinstelle und eine Geschichte erzähle, vielleicht sogar eine von mir, dann gebe ich was von mir preis. Dann gebe ich vielleicht was preis, was ich gar nicht so gern preisgeben will. Und das braucht Mut. Zweitens, es braucht Zeit. Ich muss drüber nachdenken. Eben diese vier Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Was ist meine Botschaft? Wer ist mein Held? Blablabla. Es braucht Zeit. Ich muss das erarbeiten. Ich muss eine Geschichte genauso erarbeiten, wie ich eine Präsentation über Daten und Fakten erarbeite. Und das ist Üben. So, was brauche ich noch? Mut, Zeit, Übung. Übung. Glaubt, dann haben wir es eigentlich. Aber das ist schon eine ganze Menge. Und alle Leute, die erzählen, erzählen, lehren, haben da ein weites Feld vor sich, wo sie noch arbeiten können. Damit hast du einen Großteil von deiner letzten Frage zu dem Thema Blog auch beantwortet. Was braucht es, um ein guter Storyteller zu werden? Das war das einfach Mut zum Beispiel, nicht, dass ich Zeit habe oder Zeit nehme. Ja. Ich weiß Genau. da vom Dr. Weibel, der geht in die Natur und lässt sich da inspirieren und nimmt sich Zeit, dass er passende Storys findet. Genau. Und dann noch üben. Ja. Also nicht nur Üben. meinen, man kann das, ja, auch wenn man sich das ausgedacht hat, sondern
ganz klar üben, 5-mal, 10-mal, je nachdem, wie wichtig die Präsentation ist. Und wenn man üben sagt, dann meine ich wirklich das laut reden. Und ich kann verstehen, dass es für manche Leute echt schwer ist. Ich finde es heute immer noch total schwierig, mich hinzustellen, das erste Mal irgendwo ins Wohnzimmer. Meistens setze ich mir noch meinen Teddy hin und erzähle dem Teddy das erste Mal laut meine Geschichte. Da kann ich machen, was ich will. Das ist immer mäßig bis saumäßig. Das geht mir auch so. Ich nehme es Okay. mir Outer City auf. Outer City, die ersten 5 Mal, die höre ich mir grundsätzlich nicht an, weil die Genau. einfach viel zu furchtbar ist. Und dann noch etwas, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist. Ich brauche Wortschatz und ich brauche Bilder. Und ich muss bereit sein, diese Bilder so griffig wie möglich zu beschreiben. Das gilt fürs Reden ebenso wie fürs Texte schreiben. Wenn du magst, kann ich dir ein Beispiel vorlesen aus Oh. einem geschriebenen Bericht. Okay, gerne, Roswitha. Da klang die erste Version so. Als Spezialist für Transportverpackungen fertigt die Firma XY Holzverpackungen für große und schwere Investitionsgüter wie beispielsweise USV-Anlagen, Generator, Schalter, Spezialrohre oder komplexe Maschinen mit vielen Einzelteilen. Dabei stellt die hohe Varianz dieser Verpackungen eine besondere Herausforderung dar. Alles klar? Nein, nix. Dann, Okay, okay, dann also hast du es so poliert. Erzähl mal. die Geschichtenvariante ist ein bisschen länger, aber okay, sie klingt so. Die Kunden der Firma XY produzieren Notstromaggregate, USV, alles nochmal weg, nochmal von vorne. Die Okay. Kunden, vorlesen ist schwieriger als erzählen. Die Kunden der Firma XY produzieren Notstromaggregate, Schalter für Generatoren, Spezialrohre und viele andere Investitionsgüter. Manche sind so groß, dass sie nicht einmal in einen Schiffscontainer passen. Es gilt, diese Güter auf ihrer Reise zum Bestimmungsort vor Schlägen und Stößen ebenso zu schützen wie vor Hitze, Kälte oder Nässe. So, das wäre die Story-Variante. Also da ist jetzt nicht groß ein Held und sind nicht große Emotionen, aber da sind erstmal die Bilder, die da kommen. Und das macht es einfach interessanter. Sobald ich mir etwas wirklich bildlich vorstellen kann, und da bin ich als Schreiberin, als Erzählerin wie ansteckend. Ich schreibe, was ich mir vorstelle, und dann kann es der Leser auch. Du machst mehr oder weniger, sagen wir, schiebst beim Gehirn des Lesers so eine DVD ein, ja, wo dein Film läuft und dann drückst auf den Knopf und dann spult eben deine Story ab. Ja. Das ist es. Und das ist auch das Feedback, was ich jedes Mal bekomme, wenn ich Geschichten erzähle, dass die Leute sagen, das ist wie Hörbuch ohne Ohrstöpsel. Genau. Wunderbar, Roswitha. Kommen wir zum Abschluss. Du hast noch eine Heldengeschichte von einem deiner Kunden. Da hat sich was Spannendes ergeben. Erzähl mal kurz, was da passiert ist. Ja, das ist. Ich finde es gar nicht so spannend, aber vielleicht ist es für andere spannend. Es ist ein Kunde, für den ich seit fast 25 Jahren arbeite. Zuerst als Angestellte und jetzt seit vielen, vielen Jahren als freie Mitarbeiterin. Ich habe eben für die geschrieben, ohne zu wissen, dass ich Storytelling mache. Und jetzt vor einem Jahr hat dann der Kunde beschlossen, als strategische Entscheidung seinen Webauftritt zu verändern und alles am Thema Storytelling aufzuhängen. Alle Produkte, alle Präsentationen, es geht immer darum, ganz bewusst Geschichten zu erzählen. Und für mich war es ein innerer Fackelzug, ne, dass der Kunde jetzt auf diesen Zug mit aufgesprungen ist und das jetzt gemeinsam gestalten. Das ist ganz toll. Wunderbar, Roswitha. Ich bedanke mich für deine Inputs da, für deine wunderbaren Erklärungen, Ergänzungen und die Tipps, die du uns, meinen Hörern, mitgegeben hast. Sehr Vielen, vielen gerne. Dank, Roswitha. Ich danke dir und wünsche dir toi 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 für dein Tun. Okay, ich dir auch.
Ja, liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode vom StoryPower Podcast. Weitere Informationen wird es auf der Internetseite geben, www.storypower.ch/menke. Da gibt es dann weitere Informationen, Links auch noch zur Roswitha. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bewerten Sie diesen Podcast auf dem Portal, das Sie abonnierten, iTunes, Podcaster und so weiter. Sehen Sie auch immer wieder auf meiner Internetseite storypower.ch nach und denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch eine gute Story. Ihr Ludwig Link.